So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed hier auf meinem wunderschönen Channelchen. Wir spielen Assassin's Creed Odyssey, ja. Es ist viel passiert, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Es sind ein Haufen DLCs wieder rausgekommen, ein Haufen Möglichkeiten da zu spielen. Unter anderem das Schicksal von Atlantis, der neue Mind Story Mode, wo wir uns selber eine Story kreieren können, was sie ja so schön auf der E3 angekündigt haben. Viele Leute haben die E3 natürlich gesehen. Ich war schon, von einigen war ich sehr enttäuscht, von anderen war ich positiv überrascht, ganz ehrlich. Und wir können auf jeden Fall, was Ende dieses Jahres und das Anfang nächsten Jahres angeht, sehr, sehr freuen, was so an Spiele rauskommt, ne? Aber jetzt erstmal back to motherfucking Assassin's Creed Odyssey von unserem Lieblingspublisher Ubisoft. Ich habe eigentlich vor, jetzt nicht unbedingt mit dem aktuellen Spiel weiterzumachen, sondern ich will das Schicksal von Atlantis mal ausprobieren. Ich will wissen, was das ist. Das habe ich schon letztes Mal erspäht. Was ist denn das? Das Schicksal von Atlantis. Normaler Fortschritt. Um auf die Inhalte von das Schicksal von Atlantis zugreifen zu können, musst du Erben der Erinnerung aus der vergessenen Geschichte abgeschlossen haben. Komme weiter im Hauptspiel voran, um diesen Inhalt auf regelkonforme Weise freizuschalten. Abkürzung. Wenn du es nicht abwarten kannst, kann ein neuer Spielstand mit einem neuen Charakter Stufe 52 erstellt werden, der für Erbin der Erinnerung bereit ist. Warnung, deine Autos werden nach und nach von neuem beschrieben. Sicher, ja. Ich glaube, das habe ich nämlich schon. Nehmen wir noch was zum Snacken auf. War das gerade noch mit doppelt so viel Spaß, das zu daddeln. Bin mal gespannt, wir reisen die atlantanische Welt. Oder wie soll man das sagen, ja? Nach Atlantis, ne? Bin mal gespannt, wie es da aussieht. Ah ja, wird nicht so überragend sein, denke ich. Das sind übrigens die ersten DLCs, die ich eigentlich jemals bei Assassin's Creed gespielt habe. Hat einfach den Grund, ich kaufe mir immer diese verkackte Collector's Edition, was ich beim nächsten Assassin's Creed garantiert nicht machen werde. Und hab halt natürlich immer noch den Season Pass, gell? Ja. Tu es aber nie spielen. Ich tu nie die Seasons durchspielen. Also im Prinzip die DLCs, die dann in der Season rauskommen, ne? Und ja, ist halt blöd, ne? Ist halt verschwendetes Geld eigentlich. Aber ja. Aber da mich dieses Assassin's Creed leider positiv überrascht und es sogar noch ein wenig Spaß macht, habe ich mich eigentlich dazu entschlossen, es doch zu daddeln, ne? Zumindest ein wenig weiter zu daddeln. Also ich habe es jetzt nicht vor, auf 100% abzuschließen oder so. Das ist zu viel. Das ist echt zu viel. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Das ist wirklich, wenn ich mich jeden Abend hinhocken würde und zocken würde, dann würde das gehen, ja. Aber ich spiele meistens nur ein bisschen unter der Woche und dann meistens was Chilliges, wo ich gar nicht aufnehme oder so. Zum Beispiel Anno 1800 zum Beispiel. Und Da haben wir auch letztes Mal aufgehört. Ja, es gibt verschiedene Quests. Wir haben ja die erste Episode fertig gemacht, ne? Finde die Kontaktperson. Was ist denn das? Warte drauf, dein Vermächtnis fortzusetzen. Aha. 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 Zu viele Kontaktpersonen, meine lieben Freunde. Zu viele motherfucking Kontaktpersonen. Gucken wir jetzt eigentlich gerade in die richtige Richtung? Gucken wir mal in die Richtung. What? Oh, hallo. Wer bist denn du? Ich frage mich gerade, ob wir das wirklich machen sollen. Weil es gibt schon noch einiges zu tun, so DLC-mäßig. Warte darauf, dein Vermächtnis fortzusetzen.
Ja, eben, es gibt noch weitere Pläne von dem Orden. Und was ist das hier? Schattenerbe. Was ist denn jetzt los? Ich würde mal sagen, Schwartenmagen, wir machen jetzt erstmal seltsame Gezeiten. Such mal diese beknackte Kontaktperson, die ist nur einen Kilometer von hier entfernt. Nachher. Dazu brauche ich Phobos. Phobos. Ah, da bist du ja, mein Esel. Mein wertvolles mein Maultier. Tempel des Hades, oh. Interessant. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Aber. Was wollen denn die schon machen? Alexios ist der Typ mit den dicksten Cojones in ganz Griechenland, Mann. Dem macht keiner was vor. Wie geil ist das denn? Jetzt hat doch glatt Alexa drauf geantwortet und hat nur noch gesagt, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Da bin ich mir gar nicht sicher, ne? Scheiße, ist das geil. Wir müssen den Berg hoch. Pneus Lager. Großer Fehler gewesen. Ganz ehrlich, ich freue mich schon aufs nächste Assassin's Creed. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Ganz ehrlich, wo das auch spielt. Weil. Ist der. Mal gucken, was der zu labern hat, ne? Also, ich werde jetzt noch den restlichen. Wir haben jetzt Freitag den. Oh, scheiße, mein Datum bitte. Freitag, den 14.06.2019. 19:33 Uhr wird mal, denke ich, den ganzen Abend dieses Spiel noch spielen. Vielleicht noch den Samstag, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich zocken will oder möchte. Weil mir ist ehrlich gesagt. Ist sogar noch verstohlen als ich. Ja. Ich habe nämlich überhaupt gar keinen Bock auf Rage 2. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ist mir zu. Weiß nicht. Ist nicht mein Spiel irgendwie. Ich habe es mal angefangen, aber macht echt keinen Spaß irgendwie. So. Na, du kleiner Homo. Darius. Ruhst du dich je aus? Nach Makedonien? Nach dem Jäger? Nirgendwo in der griechischen Welt werden wir je wieder sicher sein. Wir nicht. Wir können niemals ruhen. Wir sind ständig auf der Flucht. Verweilst du zu lange, schnappen sie dich. So wirst du keinen Frieden finden. Der Orden hat deine Fährte und meine. Wenn du zu lange an einem Ort verweilst, stirbt Nema. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Ei. Auch wenn ich am liebsten bleiben würde. Ich sehe Nema nicht. Deshalb habe ich die Nachricht geschickt. Ärger? Wir suchten in Achaea ein Schiff zu fernen Gestaden. Ein simpler Plan, doch wie so viele simple Pläne. Wurde er kompliziert? Diese Flotte ist auf dem Weg nach Patrae. Sie ist nicht die erste. Da ist etwas faul. Ständige Militärpatrouillen, Seeblockaden. Nema zog los, um uns ein Boot zu besorgen, aber sie kam nicht zurück. Ich finde Nema. Nema wird nicht schwer zu finden sein. Sie nahm diese Straße nach Patrae. Dann fangen wir dort an. Folge mir. So hoch ist das gar nicht. Hey! Hey du! Du da auf dem Dach! Ja? Das ist nicht dein Dach! Ja, das stimmt. Ständig bringt hier jemand vom Dach. Folge mir!
Haben die doch glatt versucht, ein bisschen Witz reinzubringen. Das werden wir da erst. Bestimmt. Haben doch glatt versucht, ein bisschen Witz in dieses Spiel reinzubringen. Oh je. Yeah. Ständig springt da einer vom Dach. Nach Makedonien, aber vor Achaia. Was haben du und Nehmer da gemacht? Wir haben... Langweilig. Du hattest gehofft, ich unterhalte dich mit grandiosen Geschichten meiner legendären Abenteuer. Nun, ja. Ella! Diese Waffen gehörten meinem Soldaten, nicht Lehmann. Such weiter. Okay, Bro. Ach, eine schwere Rüstung und Blut. Aber keine Leiche. Nehmer hatte es wohl eilig, wenn sie so ein Chaos hinterlässt. Ah, da. Dareios, es gibt keine Spur von Nehmer. Nur Vorräte und Kriegsgerät. Sie ist untergegangen. Jetzt muss ich mit dem mal nur labern. Was denn? Ein Pfad, der in die Berge hinaufführt. Gehen wir. Kopf, Phöbis. Was macht dich so sicher, dass Nehmer hier lang geht? Manchmal muss man weiter vorausschauen und schärfer nachdenken. Kluge Sprüche hier. Da waren Wachen an der Brücke. Hast du nicht gesehen? Offenes Gelände. Umgebe Nehmer nicht. Aha. Na, mal gucken, ob wir Nehmer finden. Vielleicht ist sie auch schon tot. Das sehe ich auch. Das Wort ist auch schon dabei. Eine Krähe. Ist das Dareios da vorne oder was? Er wird noch eingeholt, ey, ne? Ei, ei, ei. Hast du ein paar Bitsfiguren, die... Das müssen wir auch gar nicht. Gewalt. Ja! Ja, ja. Der hockt sich immer so hin. Sie suchen nach etwas. Achte auf ihre Körpersprache. Die sind auf Blut aus. Das kriegen sie. Wir brauchen einen Plan. Wenn Nehmer sich hier versteckt, könnte sie mitten ins Getümmel hineingeraten. Aber. Wenn wir leise vorgehen, können wir die Wachen einzeln ausschalten. Ein weiser Plan, Adlermann. Kriege ich jetzt auch eine versteckte Klinge? Säubere die Umgebung. Leise. Sei schnell, sei lautlos. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Leise. Sie können auch nicht sein.
Durchsuch das Gebiet! Vielleicht versteckt sie sich. Ich. Ah, das hat's halt nicht getaugt, Mann. Ah ja, ich konnte den halt nicht one-hitten wieder underhalten, ne? Konnte den jetzt halt voll nicht leise killen, das war halt das Problem. Alexios. Es war doch klar, dass wir uns wiedersehen. Ich sagte doch, vertrau mir. Es muss schwer für dich sein, immer recht zu haben. Es ist eine Bürde, die ich würdevoll trage. Nun, ich bin froh, dich zu sehen, Alexios. Die Wahrheit ist, ich bin hier, weil dein Vater Kontakt zu mir aufnahm. Natürlich. Meine Tochter. Da ist noch was anderes. Wir müssen meine Mata finden. Es gibt immer noch Leute, die Hilfe brauchen. Leute, die in Achaia gestrandet sind. Die Soldaten brachten sie zu einer Festung in der Nähe. Nee. Ich gehe gleich dorthin. Es könnten mehr Soldaten kommen. Wenn wir die Leichen hier lassen, erregen wir nur unerwünschte Aufmerksamkeit. Ich versammle die anderen. Versteck du die Leichen. Ich kümmere mich um die Festung. Die Gestrandeten sind in der Festung auf den Klippen. Komm gesund zurück. Oh. Bring mir meine Mata zurück. Bitte. Ja, ja. Wir haben dem Kult einen Gefallen getan und wollen nun unsere Gegenleistung. Unterzeichnet vom Orkan. Der Orden und der Kult arbeiten zusammen. Ich sehe sie. Ich sollte zur Festung gehen. Oh, fuck, Mann. Zu viel Nikotin. Okay, Bro. Festung reinigen. Kultistenwachen ausschalten. Na, super. Kannst du nicht da hochklettern? Oh, Alexus, ich bin wahrlich enttäuscht von dir. Das ist sogar eine Kultistenfestung, Alter. Aber was ist denn da schon wieder los? Weißt du, ich kann nirgendwo hochklettern. Upsi. Ah, okay, das war... Aber was ist denn das für ein Tempel, Alter? Die Mauern sehen eigentlich safe aus, ne? Recht safe. Zum Beispiel nur wieder einen, den habe ich nicht markiert. Wenn, dann clearen wir die ganze Festung, Mann, ganz ehrlich. Ey. Wenn wir schon dabei sind, machen wir keine halben Sperenzchen oder sowas. Das ist auch wieder so ein fetter Brummi, Mann, den kriege ich nicht so schnell platt, Mann. Das war natürlich wieder ein Fehler von mir. Ich gebe es zu. Den packe ich und hau ich runter.
Oh. Ich hoffe, du bist bereit. Oh, du kleine blöde Tante. Kommt her, du vier Säue, Alter. Sind noch mehr Ziele. Oh Mann, ey. Oh, das wird eine zweiteilige Folge, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen, weil das ist nicht so. Was für eine. Was für ein toller Turm. Bro! Lauf! Lauft! Die anderen sind am Fuß des Berges. Der krautscht da raus, Mann. Oh, da geht jetzt auch was. Hört man den eigentlich herpfeifen, ne? Wer pfeift da? Wer pfeift da? Hat er mich jetzt gesehen? Typen sind lustig. Kult arbeitet in dem Fall mit. Den will ich doch im Handum drehen. Oder auch nicht. Oh. Oh. Ein schwerer Bogen. Sehr sexy. Oh, ich sehe jetzt schon, das wird ziemlich heftig, Mann. Glaube ich eigentlich so ziemlich alles markiert, oder? Hab ich einen Schattenrock an. Sehr sexy. Hä? Habe ich einen Gefangenen verpennt? Tatsache. Lauf.
Loot for the Loot King. Mein Mädchen, hast du mein Mädchen? Nee, nee. Mein Kind ist unten bei den anderen. Hey! Irgendwie machen die Attacken mehr, mehr Damage als vorher. Habe ich so irgendwie ein Gefühl. War ich hier nicht schon mal sogar? Ich glaube, hier war ich doch schon mal. Da habe ich doch einen Kultisten geraped, oder? Eben, guck, den hier. Na, guck, das war der Kultist, den ich geraped habe. Den habe ich ganz schnell geraped und dann bin ich abgehauen. Ich habe da, glaube ich, gar nicht die ganze Festung eingenommen, weil es mir einfach zu blöd war. Taichos von... Sagte doch, ich sah niemanden, auf den diese Beschreibung passt. LOL! So, jetzt brauche ich noch das Ostragon-Rätsel. Oder wie? Ostrakon-Rätsel? Ich gehört nicht zu der Basis dazu. Oh, da unten ist noch ein Schätzle. Und das Ostrakon-Rätsel fällt mir noch, aber das ist irgendwie seltsam, weil wird gar nicht angezeigt irgendwie. Bin ich jetzt absolut blöd irgendwie? Was ist das? Gibt's da noch irgendwo rein oder so? Oder? Ach Mann, ich weiß gar nicht, was ich jetzt zuerst machen soll. Irgendwo geht's hier runter auf jeden Fall. Wo geht's da in den Keller rein? Ah, mir juckt's grad. Warte mal kurz. Irgendwo war doch hier. Da ist auf jeden Fall noch was. Ah, guck, da ist das Rätsel. Erb doch endlich! So, jetzt geht's irgendwo abwärts. Irgendwo geht's runter. Irgendwo geht's runter in den Keller, wo noch ein Schatz ist. Und da ist irgendwo... Hier ist irgendwo ein Eingang. Da unten. Da, wo ich eigentlich rein wollte. Aber der nicht angezeigt wurde irgendwie. Noch weiter unten, oder was? Ah, da, guck. Hallo? Jemand zu Hause?
Alles muss man dann wirklich zugute halten. Wer schafft denn da bitte unten? Oh, das ist eine... Das war eigentlich eine Atlantana. So, abgeschlossen. Würde ich jetzt mal sagen, wir machen jetzt Feierabend, glatte halbe Stunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüssi.